Dann stell dir mal kurz vor, bitte. Ja, hallo Peter, ich bin der Martin, ich bin 35 Jahre, geboren und aufgewachsen in Wien, war die letzten 8 Jahre hauptberuflich als Fotograf und Filmemacher tätig. Ich habe eigene Lieder geschrieben und habe auch Bühnenerfahrung damit gemacht. Und ja, ich meditiere, mache Qigong und plane jetzt so ein Programm, das sich Wesenszug nennt, wo ich Menschen emotional und künstlerisch helfe, wieder zu sich zurückzufinden. Genau, ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Super cool. Und wie würdest du so die Lage beschreiben, wie du zu mir gekommen bist? Wann war das und wie, in welcher Lage, in welcher Verfassung warst du da? Also ich kann mich erinnern, dass ich eine sehr, sehr schwere emotionale Phase hatte, wo ich auch nicht mehr aufgestanden bin aus dem Bett und ich davor auch schon Psychotherapie gemacht habe, Gestalttherapie und da immer wieder gedacht habe, da gibt es irgendwie mehr und meine Intuition hat mich dann irgendwie an den Peter erinnert, weil ich damals vor Ewigkeiten mal Fotoassistent war beim Peter, bei dir. Und habe dann im Internet geschaut und bin dann auf dein Buch gestoßen, wie ich es geschafft habe, mit dem Denken aufzuhören. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es dann gelesen habe oder ob ich dich gleich angerufen habe. Auf jeden Fall habe ich dann Kontakt zu dir aufgenommen. Und ja, so ist dann eine Freundschaft, Beziehung, Mentoring entstanden, wenn man so will. Und ja, genau. Das heißt, du warst damals ziemlich in einer verzwickten Lage, wenn man so mag. Ja, ich habe vor einigen Jahren in einem bestimmten Abstand meine Eltern verloren und bin dann halt ziemlich in einen tiefen Prozess rein, wo ganz viele alte Emotionen da waren und so und so. So war ich dann drauf, sehr schon schwer, depressiv verstimmt, genau in dieser Gefühlslage. Und wie geht's dir jetzt? Was hat sich durch das Programm verändert? Es hat sich durch das Programm verändert. Das Programm hat mir in mein Herz eine gewisse Zuversicht gesetzt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hatte durch die Auseinandersetzung auch mit der Frage, wer bin ich, eine sehr tiefgreifende Erfahrung, wer ich bin. Und ich merke, dass mein ganzes Wesen jetzt dorthin arbeitet. Und es hat mir bewusst gemacht, was Denkgewohnheiten sind. Es gibt mir Kraft, beziehungsweise habe ich gelernt auch, was es heißt, der inneren Stimme und dem inneren Guru zu folgen und intuitiv zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz großer, cooler Punkt. Den man da lernt in diesem Programm, also jetzt so natürliche Intuition. Und ja, ich bin, wenn ich vorher nicht in Bewegung war, läuft es jetzt. Also ich bin in Bewegung, ich habe natürlich Phasen noch, wo ich, ja, ich bin noch nicht ganz frei von diesen Denkgewohnheiten, aber es ist eine krasse Änderung zu vorher, einfach dadurch wieder im Tun zu sein und an was zu glauben. Genau, das ist vielleicht auch ein, was zu glauben, was ich eigentlich nicht greifen kann. Ja. Und da war diese Erfahrung irgendwie notwendig, oder kannst du da durch das auch zugreifen vielleicht, oder was hat's da vereinfacht?
Ja. Es hat mir vereinfacht, durch diese Auseinandersetzung, wer bin ich? Und die Erfahrung, die dann am Ende des Programms auch stattfindet, wo man es am Anfang sich denkt, was macht man da eigentlich? Ist das so einprägsam und tiefgehend, dass mich ja diese Erfahrung dazu bringt, ja, einfach meinem Weg zu folgen. Und was war so dein größter Aha-Moment? Also, mein größter Aha-Moment war zu erkennen, was Stille ist, was wirkliche Stille ist und auch so eine ganz krasse Erfahrung, was Gott ist. Also ich war schon immer sehr verbunden mit etwas Höherem. Und das war immer nur so ein Gespräch, sage ich mal, schon als Kind. Und da war es für mich so plötzlich klar, dass es da was gibt. Und das war so unglaublich schön und unglaublich bereichernd. Und ja, das gibt mir einfach brutal, brutale Zuversicht, dass ich da geführt bin und im Vertrauen bin. Und nicht selbst und mich selbst ein bisschen zurücknehme und weiß, ich bin nicht der Handelnde. Also ja, jetzt auch wenn ich drüber rede, merke ich so, da bin ich so tief berührt, dass, ja, auch wenn der Moment vielleicht vergangen ist, aber diese spezielle Art von Erinnerung an dieses Erlebte, ja, ist schon, nehme ich als unglaubliches Geschenk wahr. Schön, schön. Ja, und was würdest du jemandem sagen, der jetzt darüber überlegt, ob er dieses Programm machen soll? Ich würde ihn wahrscheinlich fragen, so, ob du es jetzt wirklich wissen willst oder nicht. Hast du Lust, aus diesen Leiden rauszukommen? Dann mach das, ja. Mach das. Es wird dir was zeigen, was du einfach jetzt nicht verstehst. Ja. Du wirst es nicht mit dem Verstand lösen können. Du musst auf dein Bauchgefühl hören und einfach entscheiden. Oder einfach sagen, es fühlt sich gut an, ich mach das. Und was anderes kann ich da auch nichts sagen, und was ich halt schon mal sagen kann über dich, Peter, dass das halt auch ziemlich cool ist, dann jemanden wie dich zu erleben, wie du da durchführst und wie du bist und wie du lebst, was mich auch extrem inspiriert hat, zu sehen, dass man Spiritualität und echtes Leben verbinden kann und dass das im Hier und Jetzt stattfindet. Also, ja, voll. Super, ja. Vielen Dank und weiterhin alles Gute mit deinem Programm und ja, alles Liebe. Danke. Namaste. Namaste.